Letztens habe ich wieder eine dieser Mails bekommen. Wir schenken Ihnen 500.000 Euro für die Kirchengemeinde. Einfach auf die Mail antworten und wir überweisen Ihnen das Geld. Und ich denke mir jedes Mal, wow, was für ein Geschenk, was man damit alles in der Gemeinde machen könnte. Aber diese Mails sind fake, sie sind falsch, sie haben einen dicken, fetten Haken. Echte und ehrliche Geschenke, die machen mir zum Beispiel meine Freunde, wenn sie mir Zeit schenken. Und echte und ehrliche Geschenke, die macht auch Gott. Denn Gottes Gabe ist es, oder besser gesagt, Gottes Geschenk ist es, das Gerettetsein aus Glauben und nicht durch das, was wir tun. Wir müssen nichts leisten. Es ist in Ordnung, auch mal Pause zu machen. Wir müssen nicht schon wieder 150% geben. Das interessiert ihn nicht. Gott interessiert, dass wir an ihn glauben, an Jesu Leben, Tod und Auferstehung und an Gottes Plan mit uns. Und ja, ich weiß, es fällt schwer, manchmal Geschenke anzunehmen. Aber das hier, das ist ein großes, ein bedingungsloses, eins ohne Haken. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es.